Der französische Staatspräsident Hollande hat nach den Anschlägen erklärt, wir befinden uns im Krieg. Was halten Sie denn von so einer Rhetorik? Also ich denke, dass das der falsche Zungenschlag ist. Und hier geht es ja nicht um eine moralische Kategorie oder wie man das persönlich empfindet, sondern wer sagt, im Krieg, der verlangt auch, dass entsprechende Instrumente angewandt werden, wie zum Beispiel der 42.7 des Europäischen Vertrages, der gegenseitigen Beistand beinhaltet. Ja? Also, und da gehört auch entsprechendes Vorgehen in Bezug auf die UNO dazu. Und ich glaube, dass man in so einer Situation solche Dinge nicht äußern darf. Das halte ich also für wirklich verheerend. Um dann tatsächlich auch nicht in eine Situation zu geraten, die die Dinge noch verschlimmert. Deswegen war ich enttäuscht, dass er so reagiert hat. Und andererseits denke ich, ist dann versucht worden, aus der Situation noch das Beste zu machen. Vor mehr als 10 Jahren wurde Peter Struck für seinen Satz „Deutschlands Freiheit wird im Hindukusch verteidigt“ zu Recht extremst kritisiert. Jetzt ruft Frankreich den europäischen Bündnisfall aus. Was kommt da auf uns als Europäer noch zu? Also meine größte Sorge besteht darin, dass wir durch verschiedene Maßnahmen zur angeblichen Förderung der Sicherheit immer mehr in unsichere Zeiten geraten. Und das zeigt sich ja. Ich bin jetzt hier in Straßburg. Gestern gab es hier 10 Kilometer Grenzkontrollen, einen Stau, der dadurch bedingt war. An der deutsch-französischen Grenze, an der deutsch-luxemburgischen Grenze ähnlich. Und wenn man sich das überlegt, habe ich mehr den Eindruck, dass die Europäische Union wieder zu einer Festung wird, und zwar nach innen, nach außen ist sie es ja schon. Und indem wir solche Maßnahmen befördern zur angeblichen Förderung der Sicherheit, indem wir immer wieder Druck machen und auch die Säbel rasseln, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Auch die Maßnahmen, die in Brüssel passiert sind, das ist ja eigentlich nur eine Bedrohung der eigenen Bevölkerung. Und man muss ermitteln. Man muss polizeilich natürlich vorgehen, wenn es um solche Attentate und dergleichen geht. Das ist vollkommen klar, vollkommen richtig. Was hier aber passiert, hier wird eine ganze Bevölkerung, ja, hier wird Europa in Haftung genommen. Und das, denke ich, ist grundsätzlich falsch. Das muss man auch wirklich so sagen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, dass wir so sukzessive an den Rand eines Krieges heranrutschen, gewissermaßen, auch durch unkluges Vorgehen. Und das denke ich, Frieden ist ein hohes Gut, das Höchste, was wir überhaupt haben, weil nur so Leben geschützt werden kann, tatsächlich Leben geschützt werden kann. Sie sind Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament. Wie wird die Sicherheitspolitik der EU denn dort jetzt diskutiert? Sie haben sich gestern zusammengesetzt. Was ist denn da jetzt der Tenor? Ja, der Tenor ist die Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen. Gegenwärtig wird beispielsweise diskutiert, nun auf EU-Ebene auch ein Fluggastdatensystem zu installieren. Ja, kann man natürlich machen, aber ob das nun Attentate tatsächlich verhindert, wage ich zu bezweifeln. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Wurzeln von Terrorismus tatsächlich nicht angegangen werden, weder im Ausland noch bei uns zu Hause. Man muss schon fragen, wieso Leute aus unseren Ländern, in dem Fall Frankreich und Belgien, auf die Idee kommen, sich tatsächlich so dieser ja, faschistischen Ideologie von ISIS anzuschließen und dann entsprechende Dinge auch umzusetzen. Ja? Also das ist die Frage muss man beantworten und die muss man konkret und nicht nur ideologisch beantworten. Und der andere Punkt ist, was kann ich tun in den Ländern, wo der Islamische Staat tatsächlich ja eben staatenbildend ist, was kann man tun, um ihm den Nährboden zu entziehen und vor allem bei der Bevölkerung, der dortigen Bevölkerung den Nährboden zu entziehen? Die Fragen müssen beantwortet werden. Und da kann ich noch so mit den Säbeln rasseln, ich kriege das nicht hin. Mit Fluggastdaten, die ich einführe, mit Grenzkontrollen, die ich durchführe, da lacht der Dschihadist. Entschuldigung, wenn ich das so zynisch sage. Aber so lösen wir wirklich das Problem nicht. Und das ist wie blind sind hier die Regierenden. Und immer wieder wird abgestellt auf Verschärfung von Strafmaßnahmen und dergleichen. Das ist kein Schlüssel zum Erfolg. Das ist jedenfalls meine Position, die unserer Fraktion. Eine Reaktion in Frankreich war ja zudem, die Proteste zum Klimagipfel zu unterbinden.
Und wirklich konsequenten Widerstand oder Einwände aus der Politik vernehme ich zumindest nicht. Und mein Gefühl ist auch, dass viele Menschen die Einschränkungen im Angesicht der Geschehnisse auf irgendeine Art auch doch billigen. Sind wir denn auf dem Weg, dass die Abschaffung bürgerlicher Freiheitsrechte als Mittel zur Terrorbekämpfung legitim wird? Ich glaube schon, dass es einigen Regierenden ganz gelegen kommt. Wenn man jetzt auf 3 Monate einen Ausnahmezustand in Frankreich beispielsweise ausweitet, dann muss man schon fragen, ob nicht andere Interessen sich dahinter verbergen. Und ich glaube auch, wenn ich so die CSU höre, dass die es am liebsten auch hätte. Und das ist etwas, was uns Sorge bereitet und was auch für meine Begriffe ein falscher Weg ist, weil man mit diesen Maßnahmen ja auch wirklich nichts löst. Ne? Im Gegenteil, es werden dort die Freiheiten der Menschen begrenzt. Ne? Es ist ja der Fall. Und wir sehen das ja auch in Belgien. Ne? Wenn ich jetzt in Belgien gewesen wäre, was wäre denn da passiert? In Belgien hätte ich mich nicht fortbewegen können und wird damit der Terrorismus bekämpft. Das ist doch lächerlich, das Ganze. Ja? Also ich glaube, dieser Weg, für eine vermeintliche Sicherheit, Freiheit zu opfern, und zwar gnadenlos, der ist falsch und die Bürgerinnen und Bürger werden sich das auch auf Dauer nicht gefallen lassen. Das geht jetzt eine Weile. Man akzeptiert ja auch durchaus am Anfang gewisse Maßnahmen, die auch drastischer Natur sind. Das denke ich, ist klar. Aber auf Dauer nicht. Und ich glaube mal beim Klimagipfel, um darauf zurückzukommen, sind einige ganz froh, dass die Demonstrationen nicht stattfinden. Ja. Das muss man wohl auch so zynisch sagen und haben die Gelegenheit auch beim Schopfe ergriffen und wir landen in einer größeren Verunsicherung, als wir sie jemals hatten nach dem Zweiten Weltkrieg.